bin aufgewachsen in einem kleinen Städtchen, 10.000 Einwohner rund, ein Kurbad. Da gibt es ein Moorbad und mein Vater hat in diesem Moorbad gearbeitet. Der war so in diesem technischen Bereich zuständig, damit dass genug Moor da ist. Und da wurde Moor geholt aus so einem Moorgebiet in der Nähe, im Oderbruch. Und dieses Moor wurde dorthin gekarrt und musste dann sozusagen in diese Bäder gefüllt werden, die Ärzte und Pfleger benutzt haben. Und dann musste das natürlich auch alles wieder abtransportiert werden. Und dann könnt ihr euch vorstellen, so Moor ist ziemlich dreckig. In diesem technischen Bereich sah es so ziemlich grau aus. Und auch das, was die Leute anhatten, das war von Natur aus schon grau und dann noch zusätzlich grau durch das Moor, was da immer so rumstaubte. Es war ja meistens dann getrocknet. Und ich war oft da mit meinem Vater. Der nahm mich dann so mit, wahrscheinlich auch in den Ferienzeiten, so ganz genau weiß ich das gar nicht mehr, aber ich habe so viele Erinnerungen an die Zeit, wie ich da war. Dann habe ich mir die Leute so angeschaut. Macht man ja vielleicht als Kind unbewusst. Bewusst habe ich das nicht getan. Heute erinnere ich mich eben daran. Ich hatte nicht viel zum Abschauen. Die waren alle recht grob, die Leute, die da gearbeitet haben. Da war mein Vater und der war wirklich ein einfacher und manchmal grober Typ. Ja, der war noch eher so der feinfühligste von all denen, die da so waren. Aber hin und wieder kamen so Gestalten vorbei. Die waren komplett weiß gekleidet. Die erschienen mir wie Engel. Die strahlten richtig in dieser gesamten Umgebung. Das waren dann Ärzte aus dem Kurbad. Und ich weiß, sie sind dann immer zu meinem Vater gekommen, wahrscheinlich um eine zu rauchen, um mit dem zu quatschen oder irgendwas zu besprechen. Vielleicht auch irgendwelche damals im Sozialismus Schiebereien hin und her zu organisieren, wo kommt man, wo bekommt man was und wie organisiert man was. Mein Vater war ja der technische Leiter da, der wusste, wo man was herbekam. Und wahrscheinlich wollte irgendein Arzt in seinem Haus mal wieder irgendeine Wand streichen und brauchte Farbe. Dann kamen die zu meinem Vater und waren ganz kumpelhaft. Aber ich so wahrscheinlich gerade auf der Schwelle zum zweistelligen Lebensalter, ich schaute diese Personen an, das waren Männer und Frauen und die strahlten in ihren weißen Kleidern. Und ich wollte so sein wie die, nicht wie diese Grauen. Und dann eines Tages, ich spielte da so rum und wahrscheinlich in irgendeinem Container lag plötzlich so ein weißer Kittel. Und mir fiel nichts Besseres ein, als diesen Kittel da rauszuholen, weil der war ein Engelsgewand. Ja, der strahlte selbst in diesem Container. Irgendwie war da so ein gleißendes Licht drumherum. Könnt ihr euch vorstellen. Und ich nahm diesen Kittel und zog ihn an und merkte, dass er am Boden schliff. So lang war der. Also habe ich versucht, das abzuschneiden. Habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich es etwa so auf diese Länge geschnitten. Ja, der war natürlich auch zu weit, aber zum Glück hatte der so eine Art Gürtel, wie so ein Bademantel. Und dann wickelte ich mir das um und zog mir das zusammen und dann schritt ich da durch diese Bereiche da Meistershausen. Und ich leuchtete richtig. Ich kann mir vorstellen, also sonst habe ich ja nicht so eine gute Körper, aber da, ich bin bestimmt ganz gerade gegangen. Ja, meine Brust war ganz vorne. Mein Vater schaute mich an. Heute weiß ich, er hat wahrscheinlich gedacht, Alter, dieser Typ, der kriegt sich. Aber ich dachte, er bewundert mich. Ja, ich habe aus seinem Blick Bewunderung gelesen. Ich fand das ganz toll. Und dann bin ich da so lang gegangen. Ich hatte Vorbilder. Ich hatte Personen, von denen ich dachte, wow. Und das hat bei mir nie aufgehört. Das zog sich durch. Ich fand immer andere Leute irgendwie toll. Das ist bis heute nicht anders, aber vor allem so an meine Jugend kann ich mich gut erinnern. Ich hatte immer irgendwelche Personen, von denen ich dachte, wow, die sind cool, die sind toll. Und manchmal dachte ich, also wäre ich gern. Ich habe mir im Hauskreis am Donnerstag erzählt, ich kann mich erinnern,
als ich so 16, 17 war, in dem Alter, da hatte ich, meinen älteren Bruder, der letztes Jahr gestorben ist, und der war damals dann so um die 30, als ich 16 war, und den fand ich toll. Und dann habe ich den beobachtet, wenn der zu Besuch kam, der wohnte ja in Berlin, wir wohnten dann in Süddeutschland, und wenn der da zu Besuch kam und ich bin so hinter dem gegangen, dann habe ich geguckt, wie geht der? Ja, und dann habe ich versucht, den seinen Gang nachzumachen. Ja, der ging immer so, man konnte dann immer so die Fußsohlen sehen, der schmiss dann immer so beim Laufen. Dann habe ich versucht, so nachzumachen, so zu gehen. Ich sah bestimmt aus wie so ein ganz albern. Aber ich fand den toll und ich habe versucht, das nachzumachen. Und dann hatte ich zum Thema Vorbild ein Break. In der Gemeinde, als ich hier nach Solingen kam, damals war es üblich, dass man, da war der Gottesdienst geteilt in zwei Teile. Man hatte erst ein Gottesdienstgespräch, ein Bibelgespräch, und in der zweiten Stunde war dann so eine Predigtstunde. Waren im Grunde genommen zwei Gottesdienste parallel. Das eine drehte sich um das Gottesdienstgespräch und das andere um die Predigt. Und irgendwann wurde ich zur Mitarbeit gebeten und ich leitete dann so eine Bibelgesprächsrunde. Und meine Einstiegsfrage war: Wer sind denn eure Vorbilder? Manchmal mache ich mir das heute noch zum Spaß. Zum Beispiel am Donnerstag im Hauskreis habe ich die Leute gefragt, wer sind denn so eure Vorbilder? Was mich damals total überrascht hat, heute überrascht mich das nicht, jeder in dieser Runde, und ich würde mal sagen, im Daumen, das waren bestimmt 15 Personen, ich habe so, jeder sagte, nö, ich habe keine Vorbilder. Nö, früher mal und so. Ne? So, ich hatte Michael Jackson Poster, auch noch als ich im Osten war. Das war geknickt, ne, weil das musste im Briefumschlag, also es hatte so Knickfalten, aber ich hatte einen Michael Jackson Poster, das war was. Ja, und den fand ich toll. Aber die Leute hatten alle keine Vorbilder. Behaupteten sie. Und das war Anfang der 90er Jahre. Ich hatte keine Gegenargumente. Außer mein eigenes Leben. Ich konnte nichts entgegnen, dass ich sagen konnte, ja, weil das ist doch Quatsch, wieso? Warum ist das Quatsch? Ich erkläre euch das. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe hier nämlich Vorbildwasser drin. Und wenn man damit jemanden bespritzt, dann weiß der plötzlich, welche Vorbilder er so hat. Ist gut, dass ihr mir nicht glaubt. Ich brauche mal einen Freiwilligen und ich habe die Birgit als Freiwillige schon ausgesucht worden. Birgit, komm mal bitte nach vorne. So, und ihr schaut mal bitte auf die Birgit. Ja, und die Birgit öffnet uns jetzt hier mal die Flasche. Ja, macht die mal auf, dass damit die. Macht mal auf. Komm, mach mal. Was hast du gemacht? Ja, mach mal, kämpf mal ein bisschen. Mehr, streng mal mehr an. Ich. Also irgendwie, ich will weiter predigen und Birgit kriegt das nicht hin. Mach mal, komm, gib Gas. Komm. Ja. Scherz. Dann setz dich mal hin, Birgit, so hilft mir das nicht. Aber jetzt kann ich keinen hier mit Vorbildwasser besprühen. Ihr hättet euch mal beobachten müssen. Also wenn ihr nicht gerade gelacht habt, dann hat euch das gequält. Das Gesicht von der Birgit, das sie gemacht hat, das hat euch gequält. Ihr habt richtig mitgespürt, ja? Ihr habt richtig gespürt, wie anstrengend das für die Birgit war. Witz, sie haben wir gar nicht in Zusammenhang gebracht, John, am Donnerstag. Der John erzählt, darf ich gleich erzählen, wie er sich den Zeh gestoßen hat. Ja, und aufgrund der Krankheit und allem war er froh, dass er es gemerkt hat. Ja, aber im Grunde genommen will sich auch keiner an Zeh stoßen, oder? Aber wenn dir einer erzählt, dass er sich den Zeh gestoßen hat, ja, wenn ich jetzt hier so lang gehen würde und würde jetzt hier mit meinem kleinen Zeh und ohne Schuh so lang schrappen, ja, tut weh dann, oder? Man stellt sich das dann vor, als hätte man das selber erlebt.
Und Anfang der 90er Jahre wusste man doch nicht, warum das so war, aber da haben dann Wissenschaftler herausgefunden, dass es sowas gibt wie neuronale Spiegelung. Was heißt das? Inzwischen kennt man das. Ja, das ist 30 Jahre her, dass Wissenschaftler das rausfinden. Man spiegelt das, was andere tun und was sie machen. Wenn du jemanden gegenüber hast, der deine Bewegungen spiegelt, dann findest du das sympathisch. Dann findest du das gut. Ja? Also wenn du so da sitzt, ne, und so redest und der andere macht das auch so, dann findet der das gut. Also wenn du Sympathie erzeugen willst bei jemandem, dann versuch ihn zu spiegeln. Ne? Wenn er sich so, dann machst du so. Oder wenn er anfängt, so am Bart zu zwirbeln. Wenn du keinen hast, dann müsstest du dir ein. Aber ne, so. Das finden Leute, dem kannst du dich gar nicht entziehen. Dem kannst du dich gar nicht entziehen. Vielleicht hast du bewusst keine Vorbilder. Aber unbewusst hast du tausende Vorbilder. Du bist ein Produkt deiner Vorbilder. Wir reden immer so von, naja, wir sind Individuen und ich bin ich. Ist Quatsch. Du bist nicht du. Du bist das Produkt deiner Umwelt. Du hast deine Eltern gespiegelt, ob du es willst oder nicht. Wird einem dann so im Alter bewusst. Ja, so die Leute in meinem Alter, die merken dann so langsam, Alter, ich werde ja immer mehr wie meine Mutter. Ich werde ja immer mehr wie mein Vater. So mit 20 ist das so weit weg wie der fernste Planet. Aber es ist so. Ja, wir sind Spiegel. Unser Kollegen, unserer Kinder, unserer Freunde. Wir spiegeln das, was im Fernsehen passiert. Das wissen wir. Wir spiegeln, was in den Netzwerken passiert. Wir können gar nicht anders. Es passiert automatisch. Unser Gehirn ist so angelegt. Warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen und es zu akzeptieren, dass wir, also mir werden heute drei Dinge wichtig sein. Und das erste ist, zu akzeptieren, dass wir ein Abbild sind. Wir sind ein Abbild unserer Umwelt. Wir spiegeln das wider, ob wir wollen oder nicht. Neuronale Vorgänge, wissenschaftlich erwiesen, unbestritten inzwischen. Manche forschen sogar in die Richtung, dass sie glauben, wenn man jemanden spiegeln kann und Empathie entwickelt, von Empathie spricht man ja auch, im Grunde genommen nichts anderes. Empathie ist die Fähigkeit, den anderen zu spiegeln, zu empfinden, was der empfindet. Ja? Mitzufühlen, wenn der sich den Zeh stößt. Man diskutiert, ob man sogar, wenn man das, ob man eventuell daraus schließen könnte, auch warum der was tut. Aber da sind sich die Wissenschaftler uneinig. Aber dass wir spiegeln, ist unbestritten. Ich erkläre euch das, weil ich über einen Text gestoßen bin in einer Andacht, in dem ich gemerkt habe, der wiegt schwer. Und vielleicht kennt ihr das, ihr seht irgendwas in der Bibel, arbeitet gerade an einem Gedanken und plötzlich kommt eine Andacht zur nächsten und immer wieder und alles passt zueinander. Das ist vielleicht schon mal passiert. So ist mir gestern auch gegangen. Ich hatte einen Hauskreis gestern am Donnerstagabend, da haben wir auch dieses Thema besprochen und wir wollten eigentlich was anderes machen, aber weil ich versaut habe, dass die Ela zum Hauskreis kommen kann, haben wir dann ganz schnell ein anderes Thema, haben das heutige Predigtthema gemacht und haben das so besprochen. Ja? Und gestern Morgen in einer Andacht, die auch einige von euch bestimmt gemacht haben, weil das ist so ein Andachtsbuch, was viele von uns nutzen, steht folgender Text. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören, ihr müsst auch danach handeln, alles andere Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, Achtung jetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut, er betrachtet sich, geht wieder weg und hat schon vergessen, wie er aussieht. Nee, das ist noch ein anderer, Entschuldigung. Der ist es noch nicht. Ich sage euch gleich, wenn gleich kommen auch noch Texte. Das ist nur so ein Zwischenbibeltext, okay?
nur so, weil gestern auch in der Andacht, wollen wir das verstehen? Und darum geht es hier, eigentlich lustigerweise auch mit dem Spiegelbild, aber das sagt uns, willst du in den Spiegel gucken und willst du akzeptieren, wie die Dinge sind? Willst du wissen, wie du bist? Willst du das überhaupt? Möchtest du wissen, dass du ein Abbild anderer Menschen bist? Willst du das akzeptieren? Oder willst du lieber in diesen Spiegel kurz gucken und weggehen und so tun, als wäre es nicht so? Wenn wir diesen Konflikt, von dem wir in dem Video vor der Predigt gehört haben, dass es uns manchmal schwerfällt zwischen dem, was wir sein sollen, was wir sein wollen und dem, was wir wirklich sind. Der erste Schritt ist die Einsicht, ganz oft. Oder will ich nur, dass der andere mir immer zustimmt? Finde ich das doof, wenn der mir widerspricht? Stört mich das, wenn ich Widerspruch bekomme, wenn der andere mir sagt, das sehe ich aber anders? Wenn Gott dir sagt, das sehe ich aber anders, willst du das? Und schwer wog für mich folgender Text, da schrieb nämlich Paulus an seinen Schüler Timotheus folgendes: Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, so leitet er das ein, das ist schön, aber jetzt sagt er ihm, sei, und jetzt kommt der Text aus der Elberfelder, genau, sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, in Liebe, im Glauben und in Keuschheit. Die anderen, Assi, lass einfach mal da, worum es jetzt erstmal geht. Sei ein Vorbild, sagt er da. Wie findest du das, wenn zu dir jemand sagt, benimm dich vorbildlich? Ich erwarte von dir, dass du ein Vorbild bist. Dann sagst du vielleicht Bescheid, für wen soll ich schon ein Vorbild sein? Mich guckt doch gar keiner an. Also eins ist richtig, keiner interessiert sich für dich. Das ist eine andere Wahrheit, aber das ist nur die eine, die halbe Wahrheit und die wollen wir heute nicht besprechen. Das ist die Wahrheit, keiner interessiert sich für dich. Aber jeder schaut dich an. Warum ist es wichtig zu verstehen, dass ich ein Abbild bin? Das ist deshalb wichtig, weil ich verstehen muss, ich bin zweitens immer auch ein Vorbild. Verstehst du die Logik, was ich sagen will? Wenn wir ein Abbild sind, wenn du dir die Sachen unbewusst abschaust von anderen, dann müssen wir wissen, dass andere sich unbewusst die Dinge bei uns abschauen. Wir sind immer auch Vorbild. Immer. Wahrscheinlich rennen nicht viele rum und sagen, wow, Christian ist aber mein Idol. Hätten wir gern, oder? Wäre schön, ne? Haben wir nichts dagegen. Passiert ja nicht. Und dann denken wir, naja, für wen sollen wir schon ein Vorbild sein? Aber so wie du neuronal spiegelst, was andere tun, spiegeln andere Leute, was du tust. Und das weiß Paulus. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle, an die Thessalonicher, schreibt er sogar, guckt mich an, ja, und eifert mir nach. Ich bin euer Vorbild. Macht es bitte so, wie ich es tue. Hört sich ja auf den ersten Blick ziemlich arrogant an, oder? Aber der hat wahrscheinlich damals schon begriffen, was die Wahrheit ist, dass es nämlich so läuft. Du kannst nicht durchs Leben gehen und so tun, als wäre das egal, was du sagst. Und damit fängt Paulus hier an, wenn er in Timotheus. Sei Vorbild im Wort. Am Anfang war das Wort. Wie schnell lässt man sich da hinreißen, oder? Auch gemerkt am Donnerstag im Hausgang, wie über Politiker gesprochen und welches Bild die so abgeben und
Und wie schnell sagt man was Negatives? Was völlig Unsachliches. Ist mir direkt bewusst geworden, was habe ich noch vor 5 Minuten für dummes Zeug geredet? Wie schnell lässt man sich hinreißen, abfällige Bemerkungen zu machen über jemanden? Und man ist ein Vorbild in dem, was man sagt. Und wenn Paulus hier schreibt, im Wandel, ja, also da geht es um dein Leben, so was du tust, und das ist ja auch das, was wir sagen, stimmt das, was du sagst, mit dem überein, was du tust? Und was Menschen immer machen und immer unbewusst auch machen, ist abzuchecken, stimmt das, was der gerade tut, stimmt das überein mit dem, was sie sagt? Wir werden daran gemessen. Und deshalb spricht Paulus das klar an, in Wort und im Wandel, sein Vorbild. Sein Vorbild in der Liebe, sagt er. Wir wollen immer erstmal geliebt werden. Ist es denn, der andere ist die andere, der nett zu mir, dann bin ich auch nett. Aber vielleicht spiegelt der andere uns nur. Ich sage immer, oh, der guckt immer so unfreundlich, wenn ich ihn treffe. Jedes Mal sieht er so ein Gesicht. Aber vielleicht spiegelt die Person nur dein Gesicht in dem Moment und du merkst es gar nicht. Und ich sage, weißt du, wie oft das wird regelmäßig stattfinden in deinem Leben. Weil du siehst die Person schon von Weitem und denkst, die zieht immer so ein Gesicht, wenn ich die sehe. Ja, also welches Gesicht ziehst du dann automatisch? Und dann spiegelt man sich gegenseitig. Und Schuld ist immer der andere. Durchbrich das in deinem Leben. Sei du jemand, der vorbildlich ist im liebevollen Umgang. Sei du jemand, der anderen zeigt, dass es möglich ist, sich liebevoll zu begegnen. Und erwarte das nicht von dem anderen. Komm nicht hierher und erwarte, dass der andere netter ist als das letzte Mal. Sei du netter als das letzte Mal. Sei du ein Vorbild im Glauben. Zeig dem anderen, dass es sich lohnt, zu glauben und daran festzuhalten. Und in der Keuschheit, das ergibt sich automatisch. Keuschheit, das Wort, was da steht, kann man auch mit Reinheit übersetzen und das gefällt mir besser. Wir fischen viel zu oft im Trüben. Wir brauchen reines und klares Wasser und wir müssen uns klar werden über die Dinge, die passieren in unserem Leben, was wir tun und was wir machen und was wir sagen. Und wenn wir nicht verstehen, dass wir ein Abbild sind unserer Umgebung, wenn uns das nicht klar wird, dann können wir auch nichts dagegen tun, dann sind wir Zombies. Jemand, der sich das nicht bewusst macht, wird den Rest seines Lebens ein Zombie bleiben. Er wird immer nur unbewusst spiegeln, was seine Umgebung macht. Du wirst dich für ein Individuum halten und dann wirst du predigen, nein, ich bin doch ich und ich muss ich sein. Und in dem, wo du das sagst, merkst du gar nicht, dass du ein Abbild bist. Aber wenn du das verstehst, dann kannst du dich darin begeben und zu sagen, nein, ich kann aber auch ein Vorbild sein. Und ich bin auch ein Vorbild und ich kann mich ändern. Nur wie schwer wiegt das manchmal, oder? Diese Aufgabe, diese Verpflichtung, wie soll ich das denn machen? Ja, ich stehe doch morgens auf, ja, und dann merke ich schon überhaupt die ganze Last der Welt. Und dann auch noch Vorbild sein? Das ist auch furchtbar anstrengend. Da frage ich mich, wie wenig Empathie muss denn dann der Paulus gehabt haben, als er dem Timotheus da sowas so schreibt? So einem jungen Mann, so ein Paket hinten drauf packt. Der macht es sich leicht. Dann muss man sich die Mühe machen und muss schauen, welche Grundeinstellungen hat der Paulus denn.
Und da findet man zum Glück einen Text im Korinther. Und den habe ich euch auch, den hat uns die Assi rausgesucht. Und den lese ich jetzt aus der Neues Leben Übersetzung, weil das so schön wiedergibt. Da sagt Paulus, und dann kommen wir jetzt zu der dritten wichtigen Frage, und ich finde, die löst das alles komplett auf. Paulus sagt, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wenn das bei uns so wäre, dann wären wir alle ein Vorbild, oder? Das war in Parma, in der Universität. Ja? Und da machen diese Wissenschaftler Experimente. Sie vernetzen diese Affen mit Elektroden und messen die Hirnströme. Und sie wollen checken, was passiert, wenn die Affen nach dem Futter greifen oder eben nicht können. Ja, die stellen den Futter. Und dann passierte immer was. Immer wenn die nach dem Futter gegriffen haben, passierte neuronal was. In bestimmten Gegenden im Hirn. Die New York Times hat es dann etwas aufgeforscht, aber hat das die Geschichte dann so weitergeschrieben oder beschrieben. Und diese Wissenschaftler sind irgendwann mal in die Kantine gegangen. Und haben gegessen und kamen wieder zurück zu diesen Affen. Und einer der Wissenschaftler hatte noch ein Eis in der Hand und schleckte dieses Eis genüsslich. Und in dem Moment, wo der Affe diesen Wissenschaftler sah, passierte bei dem Affen im Hirn was. Und zwar in dem gleichen Moment, an den gleichen Arealen, als würde der Affe nach seinem Futter greifen können. Also der Affe hat da was gespürt in seinem Hirn, als hätte er selber dieses Eis in der Hand. Und das war der Moment, als die Wissenschaftler, wie ich vorhin erzählt habe, diese neuronalen Spiegelungen entdeckt haben. Und warum erzähle ich euch das so begeistert? Weil uns das, was erklärt, was Gott uns seit Tausenden von Jahren erklärt. Gott hat uns so gemacht. Die Menschen haben 1992 endlich begriffen, wie Gott unser Hirn gemacht hat, nämlich als einen Spiegel ausgelegt. Dass wir Abbilder sind, ist kein Problem, sondern das ist ein Riesenglück, weil wir nämlich vor allem eins sein können. Wir sind Gottes Ebenbild. Gott hat uns so gemacht, dass wir gleich sein sollen. Dass wir dem nacheifern, was wir sehen. Dass wir uns Vorbilder suchen und dem nacheifern. Gott hat unser Hirn genau so geschaffen. Und das haben die Menschen dann irgendwann auch wissenschaftlich erkennen können. Und das belegt so schön, wie Gott uns gemacht hat, nämlich wunderbar. Und Paulus sagt, es wurde uns wie ein Schleier weggenommen. Und wir können auf Gott schauen. Und weil wir auf Gott schauen, führt das zu neuronalen Spiegelungen in unserem Leben. Und wir werden so sein wie er. Das ist doch keine Last für den Timotheus gewesen. Paulus war klar. Mensch, der Timotheus hat das doch längst begriffen. Dem habe ich erklärt, verstehst du? Du kannst Gott sehen, und wenn du die ganze Zeit auf Gott schaust, dann wirst du ein Vorbild sein. Es ist keine Aufgabe, mit der du dich beschäftigen musst und wo du sehen musst, wie du das irgendwie hinkriegst, sondern Gott erklärt uns ganz einfach, wie wir es machen sollen. Deshalb ist es so wichtig, wo wir hinschauen und wen wir beobachten. Und das ist ja nicht ein Ding aus den 90er Jahren, das ist viel älter, sich die Frage zu stellen, was würde Jesus tun? Es ist jetzt nur wissenschaftlich belegt. Es ist so wichtig, sich tagtäglich mit Gott zu beschäftigen. Ihn aus erster Hand anzuschauen, in sein Gesicht zu schauen. Nicht in das Gesicht von irgendjemand, der dir erklärt, wie Gott ist. Da siehst du irgendein Abbild.
Wenn du ein Ebenbild Gottes sein willst, dann musst du in sein Gesicht schauen. Dann ist es wichtig, dass du dich mit Gott beschäftigst. Dass du ihn anschaust. Dass du nicht etwas über Gott liest, sondern was von Gott. Dass du mit Gott liest, zusammen. So wie Axel uns das ganz am Anfang erklärte. Nicht weggehen und sich umdrehen, sondern mit Gott in Kontakt treten. Jesus hat das möglich gemacht. Jesus hat uns gezeigt, wie Gott ist. Und Gott ist dir so ähnlich. Du bist so unglaublich göttlich in dir. Du hast so viel Göttliches, was nur wach geküsst werden muss, was du spiegeln kannst. Schau auf Gott. Mach Gott zu deinem Vorbild. Und wenn dich jemand fragt, wer ist dein Vorbild, dann darfst du mit voller Sicherheit und Überzeugung sagen, ja, Jesus Christus ist mein Vorbild. Und wenn Leute darüber lachen, dann haben sie keine Ahnung von neuronaler Spiegelung. Bitte steht mit mir zum Gebet auf. Allmächtiger Gott, wir sind hierher gekommen, weil wir auf dich schauen wollen. Und du wünschst dir, dass wir ein Segen in dieser Welt sind. Und dann tragen wir das und fragen uns, wie soll das gehen? Wie soll das gehen, dass uns Menschen anschauen? Und da wollen wir dir jetzt sagen, Herr, wir fühlen uns dann vielleicht so, wie sich der Timotheus gefühlt hat. Ganz schön viel Verantwortung, Herr. Aber wir merken jedes Mal, wenn wir mit dir zusammen sind, wenn wir auf dich schauen, merken wir, wie wunderbar das ist. Wie groß das ist, wie leicht uns die Last wird, wie schön das ist, mit dir zu gehen. Herr, wir sehnen uns nach deinem Angesicht. Wir sehnen uns nach deinem Licht. Unser Herz will dich sehen, Herr. Unsere Augen wollen dich sehen und unsere Ohren wollen dich hören. Zeig dich uns, Herr. Nimm den Schleier von uns, der manchmal so über uns hängt. Erbarme dich unser und zeig uns dein Gesicht.